Ich bin so langsam, Digga. Servus, Performance-Luft. Wir sind auf dem Weg zu Proline. Das hier ist ja der versprochene Teil 2. Heute gibt es nämlich die neuen Felgen, die sind fertig, sind entlackiert und werden heute draufgeschraubt. Und wir fahren jetzt gerade raus zu's und sind so in 2-3 Minuten da. Und ja, die warten schon auf uns, die Jungs. Und dann schauen wir mal. Jenny, was machst du mit der Flasche? Du, ich bin bodenständig aufgewachsen, Schalter und so. Und deswegen ist das mein Schaltersatz, weil das ist eine Automatik und ich komme damit überhaupt nicht klar. Mir fehlt einfach was. Da kann man dann immer wieder sportlich schalten. Ich habe mich ein bisschen eingeschifft gerade. Hey Johnny! Yo! Hey! Wirk the Mongo! Wir sind jetzt hier bei Proline, wir sind angekommen. Man sieht ja schnell, um was es hier geht. So sehen die Autos momentan noch aus. Der Tobi von Proline, der tut auch sein Cabriolet neue Schuhe geben. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir das in einem Abwasch. Daher stehen die jetzt da. Ich würde sagen, wir haben mal hier ein paar Bilder raus, wie sie jetzt momentan aussehen. Und dann gehen wir zum Reifen wechseln. Und dann kommen wir wieder her. Und dann machen wir neue Bilder. Neue Videos. Also, die Bilder habt ihr gerade gesehen, sehen ja schon schön aus, die Autos. Nicht wundern, die sind ein bisschen dreckig, weil bei uns regnet es die ganze Zeit. Ich meine, man hat es ja gehört in den Nachrichten überall, Stuttgarter Region, Schwarzwald, gleich Wasserfall. Ja? Deswegen seht es uns nach, dass sie jetzt nicht glänzen wie in anderen Videos, aber so sind wir halt. Weil putze jetzt für 5 Minuten, was das kostet, das möchte ich nicht ausrechnen. Machen wir nicht. Für das, dass es sich nicht rendiert. Ja, auf jeden Fall, wir fahren jetzt gerade zum Reifen umstecken und auch da folgen jetzt gleich Bilder. Leider dürfen wir nicht sagen, wo das ist, aber wir machen das jetzt einfach. Ja. Top Secret. Psst, psst. Friends, ganz kurz hier zu diesem Rad. Proline hat ein Jubiläumsjahr gehabt und hat dann gesagt, wir bringen eine limitierte Version raus von dieser Felge. Das 25 Jahre Rad und man sieht auch, dass das Ganze hier limitiert ist, denn hier steht es drin, da oben steht es. Ich drehe es mal, dass man sieht, warte. Hier, 1 of 250. Das heißt, wir haben hier ein limitiertes Rad und ich habe jemanden, der kann das noch viel, viel besser erklären. Das ist mit dem Geschäftsführer, der beim ersten Teil nicht da war. Das ist der Tobias Haug und der kann da viel, viel mehr zu dieser Felge hier erzählen. Ja, hallo, hi. Wichtig war uns bei diesen 25 Jahre Proline-Felge, dass wir einmal diese im speziellen Verfahren auslackierte goldene Inschrift haben. Fünfachs gefräst und anschließend Gold auslackiert. Ein spezielles Gimmick an dem Rad ist hier diese Vertiefung von dieser Speiche. Das bringt dieses ganz eigenständige Design und auch die ganzen Gewichtserleichterungshinterfräsungen. Man sieht es auch im hinteren Bereich. Hier überall Gewichtserleichterungen. Wir holen raus, was geht. Und
gekrönt. Hier haben wir ein Set von 250. Das Rad gibt es in drei Dimensionen. Hier haben wir die 8,5 x 20, meistens als Vorderachse in der Kombination verwendet. Und dann haben wir natürlich noch die 9,5 und die 10,5 x 20. Für Proline, die wir dieses Jahr gestartet sind mit unserer Schmiedekollektion, ist das Proline Forged 25 nur limitiert erhältlich. Wo kann ich das holen? Im guten Fachhandel kann man das Rad erwerben. Aber seid schnell, die 250 Sätze sind schon mehr als die Hälfte abverkauft. Okay. Also, ihr habt es gehört, Zuschlage lohnt sich. Er muss schön zum Auto, deswegen ist jetzt kurz so weg und ich gehe hinterher. Hab ich vorher gesagt, wir putzen das Auto nicht. Putze jetzt für 5 Minuten. Was das kostet, das möchte ich nicht ausrechnen. Machen wir nicht. Für das, dass es sich nicht rentiert. Okay, wir putzen es doch. Hallo! These boys can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actress. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, this time take a vitamin. Yeah, and vitamin, welcome to the lion's den. And I'm Mufasa, big boss in charge of coming in like a bull, you see me raising the stock up, yeah. So baby, you gon' need some patience. I already won, now I'm just making a statement, Damn, baby, why your mans keep hating? You asking about the cake, you here for the celebrations? And I ain't fishing, I ain't really into baiting. I know they all wish I'd take away they made it. But sorry, I'm taking me and my lady mating. She look me in the eyes and tell me how much she loving all my confidence, yeah. There really shouldn't be no arguments. Cause you're the greatest of all time. Saying I can't get better, I promise they all lying on my confidence. Yeah, that's right. Look, I think it's time to start using your common sense. Everybody watch out, cause the bomb is lit. I got that confidence. That's right, confidence, yeah. I'm sorry if I stutter, yeah. My brain move a little faster than others.